Heute Morgen aufgewacht, Sonne hat geschehen und ich dachte mir, it's time for some good, good living. It's time to get back on Tinder. Aber dieses Mal machen wir es anders. Dieses Mal sind wir ehrlich. Mit wir meine ich und meine multiplen Persönlichkeiten. Wir alle zeigen uns. Deswegen habe ich folgendes Profil mir heute Morgen angelegt. Das ist mein Profil. Mirella, 24, it's true. Job? Prokrastinateurin. Also true. Meine Profilbeschreibung. Hi, ich bin Mirella. Ich mag bald Oliven, finde Babys demnächst auch gut, in Klammern biologische Uhr, TikTok, und habe einen Kater namens Jackson Jung Jesus. Wenn dich diese Infos und meine Modelbilder überzeugt haben, dann sprich bitte nach dem Piepton. PPS, magst du Hunde? Mein Lied, Supermodel von SZA. Viel authentischer geht's nicht. Und ich habe eine Gegenfrage gestellt. Deswegen erhoffe ich mir auch viele Nachrichten. Meine Bilder sind alles Bilder, die ich sonst nie reinstellen würde, sind keine typischen Modelbilder, sondern eher die, die man seinen Freunden per WhatsApp schickt. Und genau daher habe ich sie auch. Beautiful Hypebeast. Meine Katze und ich, wir beide sehen ein bisschen vom Teufel besessen aus. Kinda true too. Ich wollte auch zeigen, dass ich im Badeanzug eine sehr gute Figur mache. Ein Bild, wo man auch meine schöne Augen sieht. Und auch ein Klassiker-Meme, das ich sehr gerne herumschicke. Also schauen wir mal, wie die Männerwelt auf ein wahres Profil reagiert. Wisst ihr, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe? Oh, schon wieder ein fucking Match. Ich habe alles nach rechts geswiped, also jedem Mann ein Ja in meinem Leben gegeben. Und ich vermute, dass ich so um die 400, 500 Männer nach rechts geswiped habe. Davon habe ich insgesamt 226 Matches aktuell. Und ganze 105 Nachrichten, also fast 50% meiner Matches, haben mir direkt eine Nachricht geschickt. Wow! Ich hatte noch nie so viele Matches. Aber auch alles nach rechts geswiped, was ging. Also, hey, ich habe nicht umsonst eine Frage gestellt. Also mehr als ein Hey muss schon drin sein. Bin heute ehrlich mit den Leuten. Hast du den Kater absichtlich so gestreichelt, damit dein Ass in Geltung kommt, Mirella? Der kommt auch so immer in Geltung. Idiot. Hey, hi there, hi. Ich habe doch nicht umsonst eine Frage gestellt. Ah, die sprechen alle kein Deutsch. Wenn man mich kennenlernen muss, dann kann man auch mal Google Translate benutzen. Oliven sind gut, Babys machen es besser. Jonas! Er hat ein Bild mit einer Frau drin. Nur eine Frau in deinem Leben, Jonas, und das bin ich ab jetzt. Bist du denn schon bereit für so ein Commitment? Ich muss wissen, was los ist, Leute. TikTok, I told ya. Jan, Piep, hat mich überzeugt. Mag alle Tiere außer Spinnen. Dein Poolbild ist mindestens mal ein Modelbild. Oliven sind super, Kinder sind super, wenn sie nicht deine sind. Und was ist mit meinen anderen Bildern? Sehe ich da nicht modelig aus? Modelig is not a word. Colin, ich liebe Hunde. Deine Modelbilder haben übrigens total überzeugt. Ich liebe Hunde auch. Smiley. Warum schreibe ich dem überhaupt zurück? Mikael, hey, noch bist du keine alte Schachtel und es ist nicht zu spät. Ab wann ist man denn bitte eine alte Schachtel? Gott, so viele Nachrichten! Bier oder Wein? Ich habe gefragt, ob du Hunde magst. Hey, sag mal, welchen schlechten Anmachspruch möchtest du am liebsten von mir hören? Am besten einen mit Hunden. Jackson Jürgen Jesus sieht echt süß aus. Richte ich aus. Jackson Jürgen Jesus, du siehst echt süß aus. Soll ich dir sagen von Marcel? Was ist eigentlich mit mir? Da. Daniel schreibt, hey, na, wie geht's dir? Du scheinst etwas crazy zu sein. Das interessiert mich irgendwie. Was macht mich denn so crazy? Oh, schönen guten Morgen. Danke sehr für dein Match und eine süße Nase hast du. Thank you, Eugen. Ich mag gern Hunde, würde gerne später einen haben. Er ist auf meine Nachricht eingegangen, auf meine Bio. Hab aber zurzeit nur die Nachbarskatze, die bei mir rumhängt. Oh, wie heißt die? Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das? Ich würde gerne so viel essen können, wie ich will. Ohne, dass mir schlecht wird. Ist true. Jackson Jürgen Jesus? Nach Smiley? Ja. Nicht jeder kann Marcel heißen. Wieso magst du denn erst bald Oliven? Na, weil ich jetzt halt keine mag. Obviously, David. Max schreibt einfach nur, du bist echt süß. Tell me something new. Ich freue mich sehr drüber. Crazy Beschreibung. Ja, vielleicht. Aber ich liebe Hunde und Oliven mag ich jetzt schon. Meine Eltern sind Kindertageseltern, also mit Babys könnte ich es mir auch vorstellen. Was hast du sonst für Hobbys? Es gibt noch Männer, die nicht direkt abhauen, wenn man von Kindern spricht. Nicht, dass ich jetzt sofort Kinder haben will, aber mit 25 fast, da macht man sich quasi schon mal Gedanken über solche Dinge. Da brauche ich mich jetzt nicht 5 Jahre mit jemandem aufhalten, der sagt so, übrigens, ich will jetzt erstmal 20 Jahre reisen und dann vielleicht mal Kinder haben. Ja, dann geht das nicht mehr bei mir. Also Leute, kommuniziert eindeutig, was ihr wollt. Anscheinend gibt es
auch Leute, wo es passt. Ihr müsst halt nur alles nach rechts wischen. Hola, wie geht's? Jackson Jesus Jürgen heißt meine Katze auch, was ein Zufall. Meine Katze heißt Jackson Jürgen Jesus und ich glaube nicht, dass deine Katze so heißt. Du Lügner. Okay, ich frage, heißt sie wirklich? Oh, da hat jemand zurückgeschrieben. Daniel meint, dass mein Text und das eine Bild von dir mich crazy macht. Welches Bild denn genau? Vielleicht sollte ich das rausnehmen. Ich schreibe lieber, vielleicht sollte ich das als neues Facebook-Profilbild nehmen. Okay, wir haben einen Hunde-Anmachspruch bekommen. Er hat ohne Googeln einen Petto. Ich habe heute zwei Hundewelpen gerettet und du so? Alternativ kann man die Hundewelpen durch Robbenbabys ersetzen. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Fühle mich nicht abgeholt. Man ist übrigens laut Mikaels Definition mit 25 eine alte Schachtel. Puh, Glück gehabt. Stefan hat direkt einen Roman geschrieben. Bonjour, liebe Mirella. Sehr erfreut über unser Match. Die authentische Schnute war mir neben den eben solchen Zeilen den Wisch nach rechts doch allemal wert. Oh, der Ritter spricht mit der holden Maid. Ich habe BTW, ein Glas Spreewaldgurken samt Nutella als Dip-Option besorgt. I'm vegan. Ich hoffe, es ist vegane Nutella. Du weißt ja, Prävention ist der Schlüssel. Ich hoffe, du bist soweit gut, sowie ohne nennenswerten Kater durchs Wochenende gerutscht. Und hattest trotz Väterchen Frost bisher einen guten Wochenstart? Ha, Wetter, der Eisbrecher schlechthin. It's cute. It's a bit cute. Also kriegt er keine Antwort. Es ist gemein, ich weiß. Dieses Video ist auch für meinen Karma-Punktestand gar nicht gut, aber ich werde es wieder gut machen. Tut mir leid, falls ich irgendjemandem jetzt wirklich das Herz gebrochen habe, aber es soll nicht sein. Okay, also ganz viele von den Nachrichten sind einfach nur hey, na du, hey, hi, hu. Ja, also ein bisschen mehr brauche ich schon. Alexander schreibt, Hallöle, alles gut, PS. Ja, ich liebe Hunde, aber mag keine Katzen. Na, dann wird das wohl nichts. Da kommt der Jürgen Jesus gleich raus. Hast du gehört, er mag keine Katzen? Schau mal, der hier. Ja. Wichser, hat er gesagt. Jürgen ist sauer. So wird das nichts. Jörg schreibt, Jackson Jürgen Jesus, so sollte mein Kind mal heißen, selbst wenn es ein Mädchen wird. Ha, perfekt, sollte nämlich auch der Name für mein Erstgeborenes werden. Alexander schreibt, bei Tinder ist man auf dem Präsentierteller. Drum stelle ich mich vor, kein konventioneller, substanzieller und konzeptioneller. Ich bin ein nicht konfessioneller, halbintellektueller, heterosexueller Schausteller ohne Bestseller. Na toll. Mein Haar ist eher mittelheller und ich liebe Endungen mit Ella, Ella, Ella. Oh, hallo Mirella. Oh, wow! Oh Mann, der hat sich, das tut mir richtig leid, der hat sich da so viel Gedanken drüber gemacht. Vielleicht ist er auch einfach so, der ist bestimmt so einer, der schüttelt das aus dem Ärmel. Richie schreibt, hey Model, wie geht's? Dem Model geht's gut. Und selbst? Yannick meint übrigens, dass ich noch hohe Ansprüche habe, was flache Anmachsprüche angeht. Naja, gerade hoch sind meine Ansprüche nicht. Ja, auch dir ein Like gegeben. Das kann ich nicht schreiben, so viel sie nicht. Seehans Kater heißt nicht auch Jackson Jürgen Jesus. Na toll. Das meinte zur Geltung. Das auch. Zur und in Geltung. 24/7. Pfirsich-Emoji. Noda schreibt, hey Mirella, Probleme mit meiner Giraffe erlegt. Immer die Kreuz 7 auf die Herz 9, wenn es Cheeseburger zum halben Preis gibt und verliert deshalb all mein Geld bei seinen Weight Watchers-Treffen. Kennst du dich vielleicht mit Giraffen aus? Wait, what? Weight Watchers ist nicht für Giraffen. Das weiß doch jeder. Duh. Die Nachbarskatze von Eugen heißt Schlumo. Sehr gute Wahl. Obwohl ich so gerne esse, wäre es mir nicht eingefallen. Ich würde gerne die Zeit anhalten können. Würde man einfach jeden Tag ausschlafen. Ich schlaf auch so jeden Tag aus. Alex hat geschrieben, dein Kater heißt hoffentlich wirklich so. Na klar. Wie denn sonst auch? Bruno, der gefragt hat, ob ich Bier oder Wein mag, hat geschrieben, und ich, ob du Bier magst. Ja, aber nicht so sehr wie Wölfe. Ich mag lieber Wein, aber manchmal auch lieber Bier. Kommt drauf an. Ah, was ist das? Ich kann hier ein Herz schicken. No! Das ist neu. Eugen schreibt, dein Leben müsste man haben, Studentin oder braucht Frau einfach weniger Schlaf? Ich brauche sehr viel Schlaf. Aber als Selbstständige kann man sich den Tag selbst
einteilen. It's true and it's amazing. Fabian schreibt, haha, laut Tinder stehen wir aufeinander. Vielleicht ist mein Finger auch nur ausgerutscht. Oh, fies. Könnte man machen? Mach ich nicht. Karma, you know. Fuckboy schreibt, hey. Toller Name. Und Match aufgelöst. Nuda schreibt, das würde erklären, warum Dieter plötzlich so schlecht Karten spielt. Ist Weight Watchers eigentlich eine Sekte für Kartenspielertricks? Was ist mit dem? Dieter? Ich kenne keine Giraffe, die Dieter heißt. Du willst mich doch verarschen? Wie alle Männer! Oh, Jonas hat geschrieben, den ich ja gefragt habe, ob er denn schon bereit für so ein Commitment ist. Yes! Ja, nur Babys machen oder auch Babys kriegen, Jonas? Wann, wie, wo? Also, wie ihr seht, Leute, habe ich endlich meinen Baby-Daddy auf Tinder gefunden. Ich werde mich jetzt da direkt wieder von abmelden, also sucht mich da nicht drauf. Ist einfach nicht das, wonach ich im Moment in meinem Leben suche. Fand sehr interessant zu sehen, dass so ein recht authentisches Profil echt ganz gut bei den Typen ankam und ich dadurch sehr viele, sehr witzige Konversationen direkt hatte. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, wirklich euch auch gerne so weird, wie ihr wirklich seid, im Internet zu präsentieren, gerade auch auf Dating-Profilen. Probiert's mal aus, was habt ihr schon zu verlieren? Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir das gerne und falls ihr noch weitere Ideen habt oder Apps oder Dinge, die ich mal ausprobieren soll, lasst es mich gerne wissen. Ich mache das gerne für euch. Jetzt werde ich irgendwie versuchen, meine Karma-Punkte wieder aufzusammeln. Kommen drüber hinweg.